14:30. Was a touch of 30:40. Fünf zu null, 15 Lauf. Spiel. Matchende für 6:5. Phil Merzer, Petner. Eins beide, one game on. Spiel. Null 15, Love 15. Game, set and match. Melzer, Petner, Pisa Sula, 7-6, 6-4. Even Zex Peel. 7-6 und 6-4. Gewinnen die beiden ganz in weiß gekleideten aus Österreich und aus Deutschland, Jürgen Melzer und Philipp Petner. Tennisfans, es lohnt sich noch ein bisschen hier zu bleiben im Gary Weber Stadion. Die Interviews nach dem Match, wie in diesem Jahr immer wieder gern gehört, von einem der besten deutschen Tenniskommentatoren von Eurosport, Matthias Stach, gleich hier im Gary Weber Stadion 2000.
Ja, ja, nee, hätte nicht besser sein können natürlich. Für mich natürlich ein ganz besonderer Tag, mal mit Roger hier doppelt spielen zu können. Wir kennen uns jetzt schon so lange und das hat noch nie geklappt vorher. Und deswegen natürlich ein schöner Tag, gegen ein sehr gutes Doppelteam gespielt. Hatten sicherlich auch unsere Chancen leider nicht nutzen können, aber hier auf Center Court spielen zu können, wieder nach einem Jahr, das hier so schnell vergeht, wirklich vor einer guten Kulisse, war sehr schön. Absolut, ihr hattet ja super Chancen. Tiebreak im ersten Satz. Wie war es mit Tommy hier zu spielen? Sehr schön, ja danke, dass du ja gesagt hast. Und ich habe es mir überlegt, musste zuerst noch schauen, wie die French Open geht. Und von dem her, ich will nicht sagen, es hat mich gefreut, dass ich dann verloren habe im Viertelfinale in Paris. Aber das hat die Chancen sicher erhöht, dass ich hier doppelt spiele und hat Spaß gemacht. Klar, Chancen vergeben, das haben wir genügend heute im ersten und im zweiten Satz. Aber zum Schluss, das ist doppelt, da kann alles passieren. Aber ich freue mich, dass das Turnier noch nicht beendet ist. Es geht noch weiter im Einzel für beide. Und da hoffentlich können wir wieder gut spielen wie letztes Jahr. Sehr schön. Ein ganz kurzes Statement auf Englisch. How did you like it playing with Tommy Haas? It was the first time ever you played together? Yeah, first time we've ever played together. I mean, it's been a long time. I mean, we're two dinosaurs, you know, so we're hanging in there. No, but it was fun. It was good fun. I really enjoyed it. So thanks for playing. And unfortunately, it ends, you know, in the first round. But it was my first doubles in 2 years, I think, on the tour. So I was happy to play with Tommy and I really enjoyed it. Thank you. Herzlichen Glückwunsch erstmal an euch. Und erstmal vielleicht ein Wort zu euren Gegnern. Dieses Doppel gab es ja irgendwie noch nie. Hat es euch genauso viel Spaß gemacht wie den Jungs? Die haben gerade gesagt, sie fanden es großartig. Ja, natürlich hat es Spaß gemacht. Man muss natürlich, wenn man gegen die am Platz geht, trotzdem daran denken, dass man eigentlich gewinnen will und irgendwie in Ehrfurcht erstarren. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Wir haben ein Break bekommen am Anfang, aber dann haben wir uns reingefunden. Und ja, von dem her sind wir zufrieden mit der Leistung. Was ist denn euer Erfolgsrezept gegen so zwei? Ist es einfach, weil ihr so lange schon eingespielt seid und einfach so ein gut funktionierendes Doppel seid? Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Aber hat man heute gesehen, es war sehr, sehr eng. Ich glaube, sie hatten mehr Breakchancen. Wir haben halt dann ein paar so die entscheidenden Punkte mehr gemacht, vielleicht auch mit ein bisschen Glück. Aber es war ein ganz, ganz enges Doppel und es kann so oder so gehen. Und gegen die beiden, ich glaube, wenn die öfter zusammenspielen und noch ein bisschen eingespielt haben, dann wird es noch schwerer für uns. Das muss ich beantworten. Ich würde gerne bis Donnerstag hier bleiben, weil dann ist Trainingsauftakt der Arminia. Da wäre ich gerne dabei. Nee, wir gehen von Spiel zu Spiel. Wir haben doch sehr, sehr lange nicht miteinander jetzt gespielt, aufgrund der Verletzung von Philipp. Und klar, es macht einfach Spaß, hier auf Rasen wieder zu spielen. Das ist mein Lieblingsbelag. Nach einer eher durchwachsenen Sandplatzsaison wieder auf den grünen Untergrund war für mich sehr, sehr fein. Und klar, so lange wie möglich hier drin sein. Das ist ein tolles Turnier.